In Baden-Württemberg wurde einem Jungen mit Down-Syndrom die Möglichkeit verweigert, zusammen mit seinem bisherigen Klassenkameraden das Gymnasium oder die Realschule zu besuchen. Das hat eine heftige Kontroverse um die Grenzen der Inklusion ausgelöst. Wie ist Ihre Haltung zum Fall Henry und was sagt er Ihrer Meinung nach über den Stand der Inklusion in Deutschland im Allgemeinen aus? Für mich ist ganz wichtig, immer wieder zu sagen, dass Inklusion mehr eine Frage des Schulsystems sein sollte. In Deutschland wird immer viel darüber diskutiert, welches Kind darf auf welche Schule, kann man die Schule irgendwie barrierefrei umbauen, ist es möglich, dass die Kinder genug Unterstützung kriegen von Lehrerinnen und Lehrern und den Eltern und Pädagogen. Man müsste sich mal deutlich mehr fragen, ob es nicht ein sinnvolles Schulsystem gäbe, in dem Kinder, egal ob sie eine Behinderung haben oder nicht, deutlich länger gemeinsam lernen können. Das finde ich, diese Grundfrage zu diskutieren, das fehlt mir oft, das würde ich mir noch viel mehr wünschen. Ich bin selbst der Meinung, dass es für Kinder mit und ohne Behinderung, für alle Kinder ein großer Wert ist, gemeinsam zu lernen, weil so von Anfang an gar keine Barrieren im Kopf entstehen und man sich viel mehr auf andere, auf seine Mitschülerinnen und Mitschüler einstellen kann. Als erfolgreiche Sportlerin mit Behinderung tragen Sie wesentlich zu einem Imagewandel von Menschen mit Behinderung bei. Man jubelt behinderten Sportlern zu und bemitleidet sie nicht. Kritiker des behinderten Sports sehen darin aber auch die Gefahr, dass zwischen leistungsfähigen, guten Behinderten und schlechten Behinderten unterschieden wird. Wie antworten Sie auf diese Kritik? Ich antworte auf diese Kritik, indem ich sage, jeder Mensch, egal ob mit oder ohne Behinderung, hat seine Fähigkeiten und seine Möglichkeiten. Das ist bei Menschen mit Behinderung genauso wie bei Menschen ohne Behinderung. Also auch bei Menschen, die keine Behinderung haben, mache ich keinen Unterschied zwischen Leuten, die unterschiedliche Beruf ausüben, die unterschiedliche Interessen haben, die unterschiedliche Neigungen haben. Und genau dasselbe sehe ich auch bei Menschen mit Behinderung so. Für mich ist der Wert von jedem Menschen gleich und so müssen wir Menschen mit und ohne Behinderung eben auch darstellen. Das ist eine große Aufgabe der Gesellschaft. Für mich kann ich nur sagen, ich bin Sprachrohr für alle Menschen mit Behinderung in Deutschland und nicht nur für die Menschen, die in irgendeiner Form irgendeine besondere Fähigkeiten haben, die jeder sieht, sondern ich glaube daran, dass jeder besondere Fähigkeiten hat. Ich habe meine halt im Sport und die hat jeder gesehen. Und die Fähigkeiten anderer Menschen sieht man eben nicht auf den ersten Blick.